with a boy like you, like you. What do I do with you? What do I do with a boy like you? Leute, willkommen zurück zum zweiten Part von Episode 30 und jetzt habe ich mal meinen Freund mit hier angeschleppt. Buh. Gut, Pia und Melodie sind dabei, eine große Tüte mit Lebensmitteln hochzuwuchten. Oh nein. Oh, Drehmädels, ich kümmere mich hier darum. Und ich bin ja nicht aus Zucker. Oh doch, bist du, komm, ich mach. Einen Schrei ausgestoßen. Oder nicht? Sag ich. Hübsche, das. Aber tut mir leid. Blick aus den Augen. Jetzt geht er langsam weit. Ich bin schließlich bereits vergeben, auch wenn Dick davon nichts weiß. Oder vielleicht bin ich es nach dem Streit von gestern auch gar nicht mehr. Was, du Bitch? Bei diesen Gedanken ist mir das Herz stehen geblieben. Schön, das zu hören. Scheint, als würde sie sich gezwungen lächeln. Ein gezwungenes Lächeln aufsetzen. Kein Problem, musst du morgen an. Willst du uns jetzt helfen oder nicht? Weil wir jemanden brauchen, der dabei hilft, die Tüten in die Turnhalle zu tragen. Oh, Sisi, mach ich. Betrachte als erledigt. Er hat sich eine große Tüte geschnappt, bevor er in Richtung Turnhalle verschwunden ist. Wir nehmen die leichteren Sachen. Ja, genau. Dann nehmen wir die Tüte. Die Tüte sollte ich ohne große Schwierigkeiten tragen können. Ah. Ich bin aus dem Keller gegangen und Lady folgte mir. Alter, der Zug erstmal so schön im Hintergrund reinkacken. Ja, hey, gewöhn dich dran. Das ist doch super Feeling. So, lass uns loslegen. Die ist blau. Glaubst du, wir können die Tüten einfach so hier lassen? Nein, wir sollten das lieber auf dem Tisch legen. Das macht mehr Sinn. Dick hat die große Tüte schon nur noch auspacken. Wir haben uns beide dran gemacht, die Snacks zu einem hübschen Buffet anzurichten. Okay. Die Leute hier in der Schule sind echt cool. Sie scheinen andauernd irgendwelche Events zu organisieren. Weißt du noch, in unserer Schule war nie sowas los. Stimmt, hier ist es wirklich aufregender. Ja klar, ich sollte mich echt mal drum kümmern, die Schule zu wechseln. Und es stimmt auch, dass es mit den Jungs was ganz anderes ist. La 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 la, ich höre nicht, ich mache eine Pause. Schon gut. Aber was? Oh. Ja. Warum geht das nicht weiter? Jetzt habe ich doch gerade vergessen, was ich sagen wollte. Text. Ladebalken. Von wegen schnelles Internet. Der Trottel bleibt immer noch hängen. Ich glaube, wir haben hier gerade kleine technische Schwierigkeiten. Mr. Ferrace ist abgestürzt. Ferrace.exe stopped working. Mr. Ferrace benutzt Google Internet Explorer. Oh, Mr. Ferrace. Ferrace hat ein Problem festgestellt und musste heruntergefahren werden. Gefallen. Ich war. Das jetzt alles schon auf. Oh nein, sag. Ja, aber. In die Turnhalle. Wirklich effizient. Ist das in Ordnung?
das kann man. Da kann man ja schlecht Nein sagen. Es tut mir leid. Ganz offensichtlich hat. Fräulein. Die Gruppen müssen noch auf. Lassen Sie sie doch an. Haben Sie vielleicht einen besseren? Der arme Typ. Aber ja. Freunden vorstellen. Wenn wir hier begegnen. Ja gut. Nathaniel steckt in einer angeregten Diskussion mit der Direktorin. So, das ist Nathaniel. Die Dicke? Nein, der Junge. Ja. Ihm ist klar, dass es schwierig geworden wäre. In Anbetracht von allem, was passiert ist, bezweifle ich, dass ihn jeder mit offenen Armen empfangen wird. Aber wenn er wirklich kommen möchte... Das stand nie zur Frage. Wir haben darüber lange diskutiert. In der Familie. Oh mein Gott, spricht er etwa über seinen Vater? Luigi, die Familie geht über alles. Das ist keine Mafia-Familie. Alles in der Familie. Wir sollten uns lieber davon machen, Lady. Sonst kommt Luigi. Warum denn? Ja, Luigi. Luigi. Ich glaube nicht, dass du mich wirklich Luigi treffen willst. Luigi, du bist so anders als die anderen. Ich glaube, diese Unterhaltung dort ist vertraulich. Aber du bist Familie. Und das ist Kenton. Die Hyäne? Nein, der Typ. Sie kennt ja Kenton. Ah, ja. Kims Mutter scheint für die Vorbereitung zurückgekommen. Aber was hat sie wohl Kenton zu sagen? Kenton ist wütend geworden. Sie wurde für dich angefertigt und niemand anderer kann sie so tragen. Verstehst du? Leichter gesagt als getan. Sie sind es ja auch nicht, die sich vor allen anderen zum Affen machen muss. Ah ja, die berühmte Jacke aus Geldschein. Ich glaube, sein Debüt als Model gestern hat ihm schon nicht gefallen und heute könnte es noch schlimmer für ihn werden. Dann, dann, dann. Seid stolz auf das, was ihr gemacht habt. Das ist sehr... Originell, ja, das sage sie jetzt schon zum tausendsten Mal, aber originell schließt lächerlich nicht unbedingt aus. Oh, haben wir ihn nicht früher kennengelernt? Doch, aber er möchte jetzt lieber Kenton genannt werden. Das habe ich dir doch schon gesagt. I'm a Barbie Girl. Seitdem das letzte Mal hat er sich echt verändert. Kaum zu glauben, dass er dieselbe Person mit der kleinen Brille... Mit dieser kleinen Brille? Ne, die war schon winzig. Also sie war die war so... Die war nur so 50% von seinem Gesicht. Also. Ja, von früher ist... ja. Er ist ganz schön sexy geworden. Diese Schule ist wirklich magisch. Mein Gott, denkt ihr, es ist weit nur an das eine? Ja. Wir sollten jetzt besser gehen. Ja, und jetzt eben. Pubertät hat es richtig gemacht. Militärschule. Ja, genau. Ah, Alexi und Armins Mutter ist auch wieder da. Was? Und haufenweise Steroide. Ah, Mama. Ja, Mama. Ah, Mama. Du erinnerst dich doch an Eri-san, oder? Einfach nur Eri. Oder Eri. Ich habe leider selber ihren Namen vergessen. Natürlich, das ist doch deine beste Freundin. Ich habe gelächelt. Die Beste! Alexi scheint dir von mir zu erzählt haben. Wie schön. Ich hoffe nur, dass kein Verdacht wegen Armin gestreut hat. I'm in the friend zone. Dieses Mal habe ich wirklich das Gefühl, dass mich Victoria irgendwie anstarrt. Aber vielleicht werde ich langsam einfach nur paranoid. Das ist, wer bist du eigentlich? Nee. Wie heißt du nochmal? Lady, das ist eine Freundin aus meiner alten Schule. Schön, dich kennenzulernen. Oh, das heißt dann, dass du Kentenlein auch schon kanntest, bevor er hierher kam, oder? Kentenlein, ich habe ihn auch schon mal so genannt. Du lügst. Oh, ich glaube, wir beide haben uns was zu erzählen, du und ich. Ich habe belustigt den Kopf geschüttelt.
Na, wie ich sehe, habt ihr allerhand zu tun. Ich schaue mal, ob die Direktorin mich braucht. Ich habe Alexi und Lady quatschen lassen, um mich um meine Angelegenheit zu kümmern. Ich weiß auch schon, was ich mit meiner freien Zeit machen könnte. Finde deinen Freund und ich bei zu ihm. Okay. Finde deinen Freund. Finde deinen Freund. Er ist weg. Finde deinen Freund. Wer ist überhaupt unser Freund? Armin! 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 Ich glaube, er wurde von einem Titan gefressen. Ah, da bist du ja wieder. Nee, das kannst du vergessen. Ah, da bist du ja wieder, meine kleine Zuckerschnecke. Wenn du noch irgendetwas von mir brauchst, musst du nur mit dem Finger schnipseln. Etwa so. Oder so. Oder so. Oder manchmal so. Haha, sei bloß vorsichtig. Ich könnte dich beim Wort nehmen. Du musst doch deinen Tag nicht nach mir ausrichten. Ach echt? Und wenn ich mit den Fingern schnüpfe, verschwindest du dann endlich? Ja, aber dann musst du aber zweimal den dritten und einmal den vierten machen. Was soll ich nehmen? Wir brauchen den schon. Autsch, du weißt echt, wie man Salz in Wunden streut. Du erhältst dich schon noch. Hallo, Eri. Störe ich etwa? Keine Sorge, was gibt's denn? Einige Bewerke wurden bereits auf dem Hof aufgebaut. Ich dachte, vielleicht möchtest du dir das ansehen. Oh ja, warum nicht? Ich komme mit euch. Du hast Luigi dabei. Nein, das ist Mario. Oder? Mama mia. Nee, Mario. Okay, war Luigi. Das habe ich vergessen, wie ging's? Keine Ahnung. Irgendwie so ähnlich wie Mario, aber irgendwie auch ein bisschen höher, glaube ich, nicht. Jetzt wirst du es nochmal googeln, oder? Ja. Das Gemälde und die Skulptur stehen auf dem Hof. Ich frage mich, wo sie uns ein Video zeigen werden. Auf der Leinwand. Und was hast du gemacht, Eri-san? Das Kunstwerk, an dem ich gearbeitet habe, ist nicht hier. Ah, ich freue mich schon, es zu sehen. Ich hoffe, es gefällt dir, als wenn es dich ernsthaft interessieren würde. Ihn ignorieren. Naja, ich kenne mich mit Kunst nicht sonderlich aus, aber vielleicht ist es genauso sexy wie ich. Aber du bist es schließlich, die es gemacht hat, deswegen kann es nur sehr gut geworden sein. Haha, übertreib mal nicht so. Ich freue mich wenn unsere Eltern endlich kommen. Schon witzig, wie Iris überhaupt nicht merkwürdig an dem Verhalten von Dick findet. Ausländer. Das wird bestimmt aufregend. Heißt das etwa, dass ich deine Eltern kenne? Nein, komm schon. Mach das nie wieder. So, auf Nummer 1. Oh, heißt das, dass ich deine Eltern kennenlerne? Oh. Oh nein, das brauche ich echt nicht. Ja, keine Sorge, ich mache nicht gleich Heiratsantrag. Kommt erst nächste Woche. Sie werden mich schon mögen, das wirst du schon sehen. Bevor ich wusste, wie mir geschah, zog er mich an sich, um mir durch die Haare zu wuscheln. Ich sehr sympathisch. Was geht denn hier ab? Ach du Schande. Wir haben etwas Spaß. Wie falsch das klingt. Kannst du nicht mit jemand anderem Spaß haben? Wie weit weg von hier? Hey, Kumpel, komm runter. Wo ist dein Problem? Du kannst gerne mitmachen. Also ich finde das schon etwas aufdringlich, Kumpel. Armin, bitte reg dich nicht so auf. Viel Glück, ihn zum Verschwinden zu bewegen. Ich versuche schon seit Stunden. Schlägerei, ne? Und dann hast du wohl nicht gut genug versucht, ja? Er hat mir seinen Arm um die Schulter gelegt. Lass deine dreckigen Finger von ihr, ja? Oh, wie süß, er eifersüchtig. Hey, das bin ich, ja. Oh, scheiße. Armin, was ist denn mit dir los? Dick hat mich sofort losgelassen. Hey, immer langsam. Man wird doch wohl ein bisschen Spaß machen dürfen. Wir sehen uns dann wohl später, Eri, wenn sich deine Kumpel da ein bisschen beruhigt hat. Sag das wieder mit Bueno und Muchacho, das fand ich schon lustig. Wann immer du willst. Ich habe erleichtert gesäuft. Ich glaube, Iris bekommt kein Wörtchen mehr heraus. Jetzt geht's auf die Fresse! Armin und ich haben uns kurz in die Augen gesehen, aber er hat sich sofort umgedreht. Dieses Mal lasse ich ihn nicht einfach so verschwinden. Ich laufe ihm nach und entschuldige mich bei ihm, so wie ich es vorhatte. Oh mein Gott, dieses Bild war furchtbar.
Da vorne ist er und er scheint immer noch sauer zu sein. Armin. Du verwechselst mich gerade. Ich bin derjenige, mit dem du nicht mehr sprechen wolltest. Bitte hör mir zu. Es tut mir leid, was ich gestern gesagt habe. Ich bin zu weit gegangen. Ach echt? Meinst du? Es tut mir wirklich weh, wenn du so wütend auf mich bist. Im selben Augenblick hörten wir ein lautes Knistern aus den Lautsprechern. Ich bitte um eure Aufmerksamkeit. Die Schule öffnet bald ihre Türen. Und eure Familien und diese ganzen anderen Typen zu empfangen können, die Kunstwerke der Schule vorzustellen. Wir vertrauen darauf, dass die Schülerschaft unsere Gäste wärmstens in Empfang nehmen wird. Aber ich habe uns verunsichert angesehen. Geh deine Eltern begrüßen. Wir sehen uns später. Willst du etwa gerade abhauen? Ich hau nicht ab. Es ist jetzt nur einfach nicht der richtige Moment. Das ist alles. Die Schule wird gleich völlig überlaufen sein. Ich habe bedrückt geseufzt. Ist zwar in gewisser Weise recht, aber ich bin sicher, wenn er nicht so wütend auf mich wäre, würden wir uns in Ruhe unterhalten können. Ich sollte nachsehen, ob mein Vater schon da ist. Auch wenn ich es gerne anders hätte, ich darf nicht nach außen scheinen lassen. Ja gut. Alle Eltern gehen gerade in die Turnhalle. Scheinbar haben sie die Anweisung bekommen. Ich sollte dort auch besser hingehen. Oh Gott, dieses Gesicht. Oh mein Gott, es sind echt viele Leute gekommen. Ja, ganze 5 Stück. Nee. Mit diesen kurzen Vorbereitungszeit habe ich gar nicht gerechnet. Ah, da bist du ja, Eri. Papa, entschuldige bitte, ich habe nicht weitergesprochen, als ich sah, wer da bei ihm stand. Oh shit. Herr Saban hat mir nur Gutes von dir berichtet. Das höre ich gern. Ah, echt? Ja. So gut kennt er mich nun auch wieder nicht. Natürlich. Sie haben viel Potenzial. Sie müssen einfach nur mehr an sich glauben. Danke. Ich bin es nicht gewohnt, von anderen Lehrern Komplimente zu bekommen. Auch wenn Patrick nicht wirklich einer von ihnen ist, so hat er trotzdem denselben Effekt auf mich. Bedient euch ruhig am Buffet, bevor die Ausstellung richtig losgeht. Also Papa, was hältst du von ihm? Es gibt Gratis-Essen, ich bin beeindruckt. er macht mir natürlich einen sehr kompetenten Eindruck und es wäre wirklich gut, wenn er hier weiter lehren würde. Das sagst du nur, weil er etwas Nettes über mich gesagt hat. Nein, weil er Gratis-Essen anbietet. Er hat deine Begabung erkannt. Natürlich macht mich das stolz. Ich hörte mir eine bekannte Stimme hinter mir zustimmen. Jule und ihr Vater. Herr Saving gefällt mir wirklich. Er hat einen anderen Blickwinkel als die anderen. Ein bisschen so wie du, Viola. Viola hat mich angelächelt. Überraschenderweise wirkt sie richtig entspannt. Papa, das ist eine Freundin Viola und ihr Vater, Ich heiße Herman. Freut mich, sie kennenzulernen. Mein Vater hat sich ebenfalls vorgestellt und sich direkt gut mit Violas Vater verstanden. Ich habe den Moment genutzt, um mich in die Turnhalle umzusehen. Herman! Herman, wo bist du? Armin, wieso guckst du so? Armin steht mit Alexi und seinen Eltern zusammen. Alle scheinen gut gelaunt zu sein, Alexi. Ich muss wirklich mit ihm über alles sprechen. Komm, wie im Videospiel, da wird alles wieder gut. Ich habe überall nach ihr Ausschau gehalten, aber keine Spur von Rosa. Vielleicht kommt sie später. Einige Schritte entfernt steht Lisander bei Kasti und seinen Eltern, aber es scheint mit den Gedanken ganz woanders. Offenbar ist er alleine gekommen. Seine Eltern konnten vielleicht nicht kommen. Am Buffet habe ich mich nicht wirklich bedient. Ich habe einen etwas flauen Magen. Hey, Kleine. Ja, du? Nee, ich glaube, das ist eine weibliche Stimme. Oh Gott. Kims Mutter hat sich förmlich auf mich gestürzt, gefolgt von ihrem Mann. Oh nein. Kim kam langsam hinterher geschlurft. Mama, hör auf. Ich hab's dir doch gesagt. Was ist denn? Kim hat mir alles erzählt, was du für sie getan hast. Ich? Bevor ich auch nur ein Wörtchen sagen konnte, hat sie mich schon fest in die Arme genommen. Danke. Aber wofür denn? Du hast dir wieder den Ansporn verliehen, sich für die Schule anzustrengen. Das haben wir dir zu verdanken. Also eigentlich habe ich gar nicht wirklich was getan. Es ist eher eine Fanny, dem das zu verdanken ist. Sie haben sich schon bei ihm bedankt. Keine Bange. Mega peinlich. Aber dank dir hat das Ganze angefangen, also. Bevor du ihr geholfen hast, hat sie die Arme hängen lassen. Also sei nicht so bescheiden. Heißt das nicht den Kopf hängen gelassen? Ja, eigentlich schon den Kopf immer. Das habe ich doch gern getan. Vielleicht lassen die in Frankreich die anderen Körperteile hin. Ich weiß noch was. Nein, das wollte ich jetzt nicht aussprechen. Mein Vater scheint ganz hin und weg. Ich muss sagen, ich habe nicht mit so vielen Komplimenten gerechnet. Der Tag scheint ganz gut zu werden.
als sich das Buffet langsam näherte, verlangte die Direktorin Aufmerksamkeit. Danke für Ihr zahlreiches Erscheinen. Unsere Ausstellung kann nun beginnen. Einige Kunstwerke werden auf dem Schulhof ausgestellt, andere im Keller. Es gibt keine festgelegte Reihenfolge, in der die Werke bestaunt werden sollen. Am Ende der Ausstellung wird Herr Sebin bekannt geben, welches Kunstwerk am besten gelungen ist. Dies wird in der Schule verwahrt und dient als erster Werk einer Sammlung, die in den kommenden Jahren noch wachsen wird. Das heißt also auch, dass die Schule der Kunst in Zukunft eine wichtige Rolle zuschreiben wird. Patrick hat hier wirklich was bewegt. Aber es gibt doch nur unsere eine Klasse. Es gibt nicht mal eine Jahrgangsstufe unter uns. Die Menschenmenge verteilt sich langsam. Viele sind in Begleitung ihrer Eltern, die Kunstwerke bestaunen gegangen, während andere die Erwachsenen lieber unter sich lassen wollten. Ah, also zeigst du mit deiner Arbeit? Ich denke mal, dann müssen wir warten, bis sie unseren Film allen Gästen vorführen. Lass uns doch erst die Kunstwerke auf den Schulhof ansehen und danach weitersehen. Alles klar. Folge mir, da geht's lang. Wir sind auf die Tür der Tonne zugegangen. Okay, noch ein paar Minuten. Dieses Gemälde ist sehr beeindruckend. Das ist von Miolas Gruppe, das ist ganz normal. Sie hat wirklich großes Talent in Sachen Kunst. Was ist das Gesicht? Ja. Okay. Wie grauenhaft, sowas möchte ich nicht in meinem Wohnzimmer hängen haben. Ich habe eine Kehrtwende gemacht. Das ist eine Fannys Mutter, warum bin ich bloß nicht überrascht? Nee, sorry, diesmal hat sie recht. Natürlich, viel zu hässlich. Pff. Unglaublich, was für ein Benehmen manche Leute an den Tag legen. Es bringt nichts, mit den beiden zu diskutieren, Papa. Sie haben einen ziemlich beschränkten Horizont. Fanny hält sich etwas zurück. Es scheint von seiner Schwester und von seiner Mutter genervt zu sein. Er hat gerade diesen Blick, please kill me. Und diese Skulptur ist wirklich wunderschön, sehr verträumt. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, wie sie das hinbekommen haben, aber das ist bestimmt nicht einfach. Also ich habe einmal gegen den Stein gehauen, dann kam das raus. Boah, krass, nicht? Das ist, glaube ich, eine Holzskulptur. Also. Ich bin wirklich tief beeindruckt von dem, was ihr da hinbekommen habt, Alexi. Ich hoffe, eure Lehrer verstehen damit, wie wichtig solche künstlerische Aktivitäten für euch sind. Das wäre ziemlich cool, häufiger solche Tage zu veranstalten, oder Armin? Ja. Unsere Blicke haben sich getroffen. Ich hätte so gern seine Hand genommen, um ihm zu verstehen zu geben, dass ich gern an seiner Seite wäre. Jedenfalls scheint mein Vater ihn nicht wieder zu erkennen. Also das ist dein Gemälde, meine Süße? Das ist fabelhaft. Morgenshow-Moderatorin, ja. Es ist nicht wirklich mein Gemälde, sondern in der Gruppenarbeit entstanden. Ich bin echt stolz auf dich, Schwester. Das hast du gut gemacht. Das hat mir gefehlt. Oh, hallo Eri. Hallo. Mama, ich weiß nicht, ob du dich noch an Eri erinnerst. Natürlich erinnere ich mich und dein Vater auch. Wir haben sie bei der Schnitzeljagd gesehen. Wie geht es ihnen? Während sich mein Vater mit Iris Mutter und dem Hitze-Eichdeck vorbeilaufen. Oh. Er hat mich angesehen und den Blick meines Vaters gesucht. Geh weg. Und ein breites Lächeln aufgesetzt. Geh weg. Mit entschlossenen Schritten ist er auf uns zugekommen. Was verstehst du an geh weg, nicht du Depp? Oh nein, es wird mit meinem Vater sprechen. Alles nur das nicht. Wenn ich von hier verschwinde, wagt er bestimmt nicht, ihn anzusprechen. Und plötzlich fällt ein Klavier vom Himmel. Ich bin schon sehr gespannt darauf, was du geschneidert hast. Ich bin sicher, es ist ganz hinreißend geworden. Ich bin sicher, dem Papa passt es nicht. Es ist eine gemeinsame Kreation. Ich bin jetzt so... Ich bin sicher, es wird euch gefallen. Also, ja, wenn die Idee von dir stammt, kann sie ja nur brillant sein. Alter. Oh, ich bin dick. Schatz, findest du mich aber ein bisschen zugenickt? Du bist ein einziger Haufen Fett! Carla hemmt sich die ganzen Lorbeeren der Schneiderei-Workshops ein, wenn Rosa das hören würde. Oh, unsere Tochter hat uns erzählt, dass sie tolle Fotos geschossen hatte. Ich freue mich schon, sie zu sehen. Scheinbar sind die Fotos im Keller, wie sie wohl geworden sind. Ich werde allerdings auf meinen Vater warten und mit ihm zusammen runtergehen. Hey, Riesen, hey! Carla hat... Na, Cucaracha! Carla, ihre Eltern und die Eltern von Melody haben sich überrascht umgedreht. Sie hatten meine Anwesenheit offensichtlich nicht bemerkt. Wo schießen dich vor einer? Ich sollte besser verschwinden. ja.
Ups, ich bin in den Fendingsmotor reingelaufen. Entschuldigung, Barbie. Schauen Sie bitte, wo Sie lang gehen. Sie ist gerade bleich geworden, als sie mich wiedererkannt hat. Sie! Ich? Alles okay. Alles okay, Mama. Geh einfach mit Amber weiter. Ich hole dich gleich ein. Wenn Blicke töten könnten. Es tut mir leid. Im Grunde weiß sie, dass du nicht an dem Schuld hast, was passiert ist. Es ist nicht gerade für jedermann ersichtlich. Das, was sie dabei nicht verdauen kann, ist, dass auch sie einen Teil der Verantwortung dafür trägt. Naja, ich sollte wieder zu ihnen gehen. Hast du deinen Vater aus den Augen verloren? Nein, ich war nur gerade dabei. Ups, vielleicht sollte ich Derek besser nicht wieder ins Gespräch bringen. Nathaniel, kommst du? Mama und ich haben echt keine Lust mehr zu warten. Mir doch egal. Entschuldige, Eri. Die beiden sind heute nicht besonders gut aufgelegt. Ich hätte ihm gerne nur heute nicht geantwortet, aber ich habe mich zurückgehalten. Gegen seinen Willen ist er zu ihm gegangen. Derek scheint nicht mehr dagegen herumzulaufen. Ich sollte versuchen, meinen Vater wiederzufinden. Gut, dann mache ich hier einen Cut und dann sehen wir uns im Part 3 wieder. Tschüss.